Hallo Römerli, Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Let's Play Cities Skylines. Und heute mit Cam. Hey, na? Ich habe alles mit dem Greenscreen richtig eingestellt und mein Sound ist so laut. Oh Gott, ja. Und wir entfernen hier jetzt erstmal ein paar Gebäude wieder. Und... ja, ich habe gemerkt, man kann hier mit den Tastenkombinationen und so, also mit WASD etc. alles so langfahren. Was ist denn deren Problem da unten? B ist, glaube ich, genau. B war der Bagger. Was ist deren Problem? Müllberge. Oh Gott. Warte mal. Das heißt, sorgen Sie dafür, in diesem Müllwagen das Gebäude erreichen können. Ach, haben die Müllwagen und so auch nur eine Spitze? Oh, warte mal. Wo war das hier oben, ne? Haben die nur... Heißt das, wir müssen hier hinten irgendwo auch nochmal eine Mülldeponie hinbauen? Oh, kacke. Dann würde ich sagen... Klatschen wir hier irgendwie nochmal eine... Wir müssen erstmal Geld farmen. Die kosten nur 4000. Dann können wir hier nochmal eine... hinbauen. Aber erstmal brauchen wir eine Straße dafür. Oh, verdammt. Okay, Moment. Wo können wir... Hier können wir eine Straße langführen, ne? Oh Mann, das ist so... Q und E ist halt irgendwie momentan noch so ein bisschen, kann man das? Geht das? Warte mal, können wir? Wenn ich jetzt so mache. Und so. Oh, das Haus ist nicht weg. Okay. Dann, ziehen wir nämlich hier noch gleich eine Mülldeponie hin. Ja. Geh weg. Nein, ich will dich nicht. Nein. Ich will, dass du weggehst, danke. Dann klatschen wir hier noch eine Mülldeponie hin. Ah, okay, und die zeigt dann an, wo die ganzen... Überall. Okay. Dann würde ich gerne hier hinten, hauen wir auf jeden Fall auch nochmal eine hin. Das war dadurch irgendwie. Warte mal, wie können wir denn hier unten... Straße hinbauen? Ich glaube, wir müssen eins von den Häusern abreißen, oder? Können wir hierdurch irgendwie Dings führen, eine Straße. Hier könnten wir noch eine lang führen. Um dann hier unten irgendwie, Moment, hier unten noch ein bisschen Industriegebiet zu machen, damit hier noch eine neue Mülldeponie hinkommt. Wir können erstmal beschleunigen. Dann klatschen wir sie hier hin, würde ich sagen. Und was brauchen wir denn noch? Was haben wir? Ich weiß es gar nicht genau. Feuerwehr und Polizei haben wir gebaut, oder? Krankenhaus? Weiß ich gar nicht. Scheiße. Das können wir nachgucken. Genau, wir können ja hier oben nachgucken. Bildung, genau. Bürger, Gesundheit. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Krankenhaus. Was ist das? Verkehr? Das ist Verschmutzung. Wie können wir das denn verbessern? In den Boden ist eine Verschmutzung von Kraftwerkstypen und städtische Hänge. Abwasser fließt im Strom mit. Ah! Okay, dann müssen wir davon irgendwas ändern. Oh. Ich bin mal krank, verringert Boden, ja. Okay, das heißt, wir müssen irgendwie die Verschmutzung beseitigen. Feuersicherheit ist relativ hoch. Gefahr, oh, Gefahr 55%. Kriminalitätsrate ist niedrig, das ist gut. Okay. Wir brauchen Krankenhaus auf jeden Fall. Und Feuerwehr brauchen wir. Aber erstmal will ich noch hier eine weitere Müllabfuhr bauen. Dann müssen wir auf jeden Fall das hier noch irgendwie bekommen. Bei 7000 Bevölkerung, alles klar. Was ist das hier? Das ist Friedhof, haben wir auch schon, genau. Was brauchen wir denn? Friedhof brauchen wir eigentlich nicht, oder?
Warte mal, wo war das? Das ist bei Gesundheit, ne? Genau. Steht hier denn irgendwo? Ja, Gesundheitswesen haben wir schon. Ist hier denn irgendwie ein Totenkopf oder sowas? Was ist denn mit denen hier los? Kranke Bürger, ja. Ah, okay, wie können wir die Lärmbelästigung runterziehen? Das ist die Lärmbelästigung, ne? Wie können wir die verniedrigern? Keine Ahnung, wie man das nennt. Ich weiß es nicht. Ha. Feuerwehr brauchen wir auf jeden Fall mehr. Bildung. Könnten eine Oberschule bauen. 24.000 kostet der Schmarrn, ey. Hoi. Was ist das? Busdepot. Ja, wo bauen wir da? Moment mal eben, ey. Option, Tastenbelegung. Ja. So. Oh, viel besser. Oh, herrlich. Schön. Was ist das denn eigentlich für eine... Was ist denn mit dir? Dieser Regen stört gerade so ein bisschen. Wieso kann ich dich nicht anklicken? Das ist total kacke. Ha. Die hat ja keine Verbindung. Das ist, glaube ich, das Ding, was... Problem ist. Was sind die hier für ein Problem? Nicht genügend Kunden. Ja. Moment mal. Kann ich vielleicht, wenn ich die Straße hier so nehme... Und... Hier ranbau. Oh. Warte mal. Nee, so ist doof. Ah, verdammt, jetzt habe ich den... Oh, verdammt. Jetzt habe ich den Platz weggemacht irgendwie. Was haben die noch für ein Problem? Die hier? Räumung beendet. Ist nun betriebsbereit. Das ist eine Mülldeponie. Leerung stoppen. Ja, ist doch gut, alles klar. Aber oh, dieser Regen stört gerade so richtig. Das hier hinten hat, ich muss warten, bis Tag ist und es nicht mehr regnet. Dann kann ich das erst wieder mir angucken. Auch fertig, Normalbetrieb, alles klar. Was haben die hier unten für ein Problem? Oder da für ein Problem? Ha, da hinten ist noch ein Problem. Okay, was ist hier? Lärmbelästigung, ne? Ja, das heißt, wieso ist hier so viel Lärmbelästigung? Hier ist einer krank. Ha, Moment, erstmal können wir ein neues Krankenhaus bauen. Bauen wir das zur Polizei? Ne, wir bauen das mal hier oben hin. Ich glaube, hier oben kommt man dann ganz gut hin. Guck mal, jetzt ist die komplette Straße hier so gedingst. Die haben aber noch nicht... Dann baue ich hier, glaube ich, nochmal irgendwie ein Krankenhaus hin. Was ist denn das für ein Gebiet? Ich weiß gar nicht, was das für ein Gebiet ist. Das ist ein Gewerbegebiet, alles klar. Ja, so ein Gewerbegebiet, dann könnten wir eigentlich auch nochmal was reinklatschen. Hier könnten wir nochmal... Auch noch ein bisschen Gewerbegebiet hinmachen. Würde ich... Nein. Oh, weg, weg. So, und dann machen wir das mal so. Ich will das hier weghaben. Danke. Jetzt will ich hier... Jetzt wähl das doch aus. Mensch. So, will ich hier nochmal ein bisschen Gewerbegebiet hinhaben. Bis, sagen wir mal... Dort ist gut. Und dann haben wir den Rest hier nochmal Industriegebiet. Industriegebiet direkt bei einer Müllkippe ist, glaube ich... Eigentlich ganz... Müllkippe? Müllhalde. Ist eigentlich ganz gut, denke ich. Hier können wir eigentlich nochmal ein Wohngebiet hin... Nein, hier kommen Parks hin, stimmt. Hier kommen ganz viele Parks hin. Kleiner Park. Ja, was hatte ich hier gebaut? Kleiner Spielplatz, ne? Ganz viele Spielplätze habe ich hier gebaut. Stimmt, dann haben wir nochmal weitere Spielplätze rein. Da passt keiner mehr hin, schön. Für so einen Spielplatz neben die Polizeistation ist auch nicht so schlau, ne? Hauen wir hier mal lieber so einen größeren Park rein. So. Was haben wir hier? Basketballplatz, cool.
kann ich den hier? Nee, passt nicht. Was haben wir hier? Platz mit Bäumen. Ja. Das ist auch zu groß. Das ist auch zu groß. Kommen wir nicht. Was ist das? Was ist das? Japanischer Garten. In den japanischen Garten können wir nochmal reinklatschen. Alles schick. So, was haben die denn jetzt für ein Problem? Warum sind die nicht zufrieden? Zugänglichkeit. Ach, das ist die Zugänglichkeit. Wir müssen das halt echt noch verbinden, ne? Würde ich mal sagen. Sorry, Haus. Geh weg. Oh, sie sind so traurig, dass sie keine Nachbarn mehr haben. Shit. Können wir von hier aus nochmal... Kannst du mal... Ja, nein. Der war doch eben richtig. Ja, hier. Okay, nein, da ist doof. Nehmen wir hier. Ist immer noch doof. Nehmen wir mal hier. Ich will aber nur eins von den Häusern abreißen. Ja, danke. Tut mir leid. Mann, ich komme mir so böse vor, wenn ich die ganze Zeit Häuser abreiße hier. Wieso kann ich das nicht abreißen? Okay, Moment, dann machen wir hier draus mal eine kleine Kurvenstraße. So. Und zwar die, na, die dahin führt. Aber Moment, dann müssen wir das anders machen. So. Sorry, Haus. Guck mal, haben wir hier nämlich... Kommt denn überall nur parken? Überall, würde ich sagen. So, wir haben noch ein Krankenhaus. Können wir noch ein Krankenhaus bauen? Nee, wie viel kostet das mal? 10.000. Stimmt. 10.000. Ach, da werden die auch... da werden die Krankenhäuser angezeigt. Hier, das ist die Zugänglichkeit, ne? Zugänglichkeit. Guck mal. Müssen wir hier unten noch irgendwie ein Krankenhaus hinklatschen? Kann hier... Haben wir überhaupt Platz? Hier haben wir noch Platz, ja. Sag mal, was haben wir denn da für ein... Ich glaube, wir müssen hier ein Gebäude wieder abreißen. Ich weiß nur nicht welches. Ich würde sagen... Das hier. Es tut mir leid. So, dann kommt der Platz hier nämlich auch. Ach komm. Weg. Können wir da nämlich noch ein Krankenhaus hinhauen. Werden wir das Geld dafür haben? Dann ist das auch alles nämlich zugänglich. Richtig, da können wir dann nochmal Gewerbegebiet, also ich bis hier, sag ich mal, Gewerbegebiet machen und den Rest wieder Industriegebiet. Würde ich jetzt mal sagen, Wohngebiet erweitern wir dann hier oben. Gebäude ist abgebrannt, ach, okay. Ja, da oben müssen wir auch noch Feuerwehr hinhauen, genau. Hier können wir auch nochmal eine Feuerwehr hinhauen, denke ich mal. Genau, okay, gut, alles fresh. Alles fresh soweit. Lag meine Cam? Meine Cam laggt, oder? Lag meine Cam? Nein, okay, nicht wirklich. So. Super. Eigentlich könnte man auch direkt am Anfang nochmal hier, hier so. Hier können wir auch nochmal eine Arztpraxis hinhauen. Was haben wir denn da für ein Gebiet? Okay, dann hauen wir das mal eben weg. Genau, dann kommt da nämlich noch eine Arztpraxis hin. Hier würde ich gerne noch einen Feuerwehrplatz hinhauen. Und hier gerne noch eine Polizei. Genau, Polizei haben wir da oben, ne? Oder wo ist Polizei? Polizei ist... Ach, Polizei ist hier. Dann ist das war Feuerwehrhaus, ne? Genau, Polizei ist hier zufrieden. Das heißt, wir hauen... Hier machen wir mal eine Polizei hin, glaube ich. Was habe ich denn da jetzt für einen Fleck ausgewählt für? Ja, da. Genau, perfekt. Polizei kommt da hin. Wie viel kostet der Schmarrn? Ah ne, das ist die Feuerwache. Okay, doch Feuerwache. Ja, Feuerwache können wir hier hinhauen. Ich denke, das ist ganz gut. Wie viel kosten die nochmal? 12.000. Eieieiei. Polizei haben wir wo? Dort, eine Polizei. Oh, die haben kein Wasser. Ja, GG. Dann müssen wir das einmal ganz schnell ändern. Von da nach dort. Dort. Hier. Und hier. Strom brauchen die ja auch noch, würde ich mal meinen. Hauen wir von hier noch ein bisschen Strom hier lang.
So. Das dürfte ja eigentlich... Eigentlich dürfte das auch an Strom reichen. Was hat der hier gerade? Außer Betrieb? Ah, normal Betrieb. Was hat er? Ich genüge Arbeiter. Ja, eigentlich haben wir... Also Wohngebiet ist erstmal voll, würde ich meinen. Doch, ich schätze es schon. So, was haben wir hier? Feuerwehr kostet 12.000, Polizei kostet 12.000, alles klar. Polizei ist eigentlich... Eigentlich brauchen wir gar keine wirkliche Polizei, ne? Erstmal brauchen wir keine Polizei mehr. Wir brauchen hier auf jeden Fall eine Feuerwehr. Hauen wir die hier hin. Und dann brauchen wir hier hinten nochmal irgendwo eine Feuerwehr. Dann muss ich hier wieder ein Haus abreißen. Würde ich mal meinen. Ja, das hier, oder? Nee, das passt nicht. Oder? Doch, wenn ich das beides da... Wenn ich das beides hier wegreiße. Ja. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Nein. Ich will das. Zack. Diese Fläche hier. Da kommt noch eine Feuerwehr hin. Genau, dann würde ich sagen, hauen wir hier oben noch eine Feuerwehr hin, zu dem Krankenhaus. Ich würde sagen, hier. Ah, ja doch, hier. Hier ist ein guter Platz. Dann gucken wir mal. Ich spanne jetzt erstmal auf die Feuerwehr, die wir hier hinsetzen können. Ja. Ja. Dann können wir erstmal teilen wir ein neues Gebiet zu. Die Feuerwehr wollten wir... Das hier ist weiterhin Gewerbegebiet. Ach, da ist die Mülldeponie. Führen wir mal hier das Gewerbegebiet weiter. Aber wir können hier kein Wohngebiet draus machen, das ist das Problem. Wir können hier draus kein Wohngebiet machen, die sind zu sehr gestört von dem... Dingens. Ja, ihr wisst, was ich meine. Das so, genau, alles fresh. Hier oben ist noch bitte das alles. Können wir das hier wegreißen? Genau, was ist jetzt hier? Hier, dies ist nicht verbunden, ne? Ich erkenne kaum was, ey. Was ist das? Oh, viel besser. Können wir das nicht irgendwie... Ich würde das Gebäude hier gerne bewegen. Mach ich das weg. Verbinde ich von hier bis hier. So. Jetzt ist es auch verbunden. Jetzt meckern die nicht mehr. Was ist jetzt mit denen? Haben die keinen Strom mehr? Es kommt zu gelegentlichen Stromausfällen. Dann kriegt ihr hier nochmal ein Dings hin. Was haben die jetzt noch für ein Problem? Was haben die denn für ein Problem? Was ist das für ein Problem? Abwasser. Hier drin riecht es wie in der Kanalisation. Oh, das ist überall so, wie es aussieht. Uiuiui. Ja, ist okay, ich hab's verstanden. Dann müssen wir nochmal... Abwasserrohr. Was ist das hier denn? Wasserpumpenstation. Also direkt aus einem Gewässer in die Stadt. Platzieren Sie die Pumpenstation so, dass sie Frischwasser aufnimmt. So, das ist das. Wasserturm bietet eine Wasserquelle zur Verfügung, in denen keine Wasserpumpstation gebaut werden kann. Okay. Dann hauen wir hier erstmal noch so einen hin. Und verbinden den noch mit dem Rohr hier. So. Dann brauchen wir nochmal überall mehr Strom. Wir haben aber kein Geld für Strom. Wo haben wir denn nochmal was hin? Guck mal, hier drin können wir nochmal einen hinhauen. Hier so würde ich sagen. Oh, erstmal müssen wir hier einen hinhauen. Hier ist die Stromleitung tot. Merke ich gerade. Hauen wir mal hier hin. Funktioniert das jetzt? Ja. Und es hat sich alles aufgelöst. Okay, gut. Sehr, sehr gut.
Was hat er hier denn? Das ist gar nicht er. Wer ist denn das? Er hier ist es. Nicht genug Kunden. Ja! Was kann ich denn dafür? Mach bessere Werbung oder so.